Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und Asmuth. Und Sie wissen, das ist die Streitsendung auf TV Berlin, wo wir beiden Moderatoren selten einer Meinung sind. Und ich hoffe, das gelingt uns heute auch. Wir, das ist Gerion Asmuth von der Taz. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Und wir beide haben uns heute eingeladen, einen besonderen Gast, nämlich Diana Henniges. Oder sagt man Diana? Diana. Diana Henniges. Sie sind die Chefin, wenn ich das so sagen darf, der Flüchtlingshilfe Moabit Hilft. Da frage ich mich natürlich, was machen Sie da eigentlich? Die Behörden sind doch vor Ort, alle sind vor Ort und ich höre immer, das läuft prima. Und dann kommen Sie und pfuschen da rein. Herr Brinkmann, fangen Sie doch. Das ist doch genau das Problem, die Behörden sind eben nicht vor Ort. Es gibt keinen vor Ort, der uns quasi unterstützt. Also nichts von hauptamtlicher Seite. Die einzigen Leute, die da arbeiten und das wirklich im Dreischichtsystem von der Müllsortierung bis zur Essensausgabe, bis zur medizinischen Versorgung, sind grundsätzlich ehrenamtlich da, bekommen keine Zahlung. Das sind wir mit Hunderten von Menschen jeden Tag auf diesem Gelände. Die Grundversorgung wird nur durch Spenden gewährleistet, in jeglicher Form. Alles, was wir da vor Ort tun, ist kostenlos für unseren Senat. Herr Asmuth, Ihr Einwurf gerade. Nee. Gestern in der Berliner Morgenpost gelesen. Die Behörden sind sauer über Moabit Hilft. Ja, schrecklich, schrecklich. In was für einem Staat leben wir eigentlich, in dem die Behörden anscheinend als Wichtigste haben, zu verhindern, dass Leute vernünftige Arbeit machen und den Leuten Essen geben, die da auf der Wiese stundenlang oder tagelang hocken müssen, wochenlang, um irgendwann mal ein Nümmerchen zu ziehen, mit dem sie dann wiederum später irgendwann mal als Fall registriert werden und bearbeitet werden. Da sind diese Leute irgendwie auf dem ganzen Gelände und versorgen. Sie sammeln Essen, sammeln Getränke und bringen die dahin und verteilen die und kochen die und machen die warm und alles und alles und alles. Und die Hauptaufgabe ist mein Eindruck, ich habe mir das vor Ort kurzer angeguckt, der Behörden ist, die Leute noch daran zu behindern, Gutes zu tun. Ja, das Beste, die einzige das Aufgabe Beste ist also, ja, Sie arbeiten mit den Behörden zusammen oder die Behörden mit Ihnen oder Sie machen das gänzlich alleine, wenn ich das richtig sehe. Ich habe ja jetzt schon was gelernt in dieser ersten Minute, ja, dass Ihre Arbeit absolut notwendig ist, weil die Behörden eben das nicht leisten können, ganz was genau. Sie leisten. Vielleicht können ganz wir einfach genau. Ganz kurz nochmal die Situation beschreiben, wie das ist. Ja. Also das LAGESO, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, ist die zentrale Anlaufstelle für alle Flüchtlinge, die wie immer nach Berlin kommen, um sich als Erstes so registrieren zu lassen. Was ist da? Man muss sich vorstellen, das ist ein Gelände, ein großes Krankenhausgelände, was auch bespielt wird durch andere Player, wie zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Hospiz und Traumazentrum für Folteropfer. Also da sind noch viele andere auf diesem Platz, die Immobilien benutzen. Das Gelände gehört der Berliner Immobiliengesellschaft und das LAGESO ist nur ein Teil der Bewirtschaftung auf dem Gelände. Das LAGESO nutzt aber faktisch im Moment fast 70% der Kapazitäten des Geländes, weil so viele Wartende auf dem Platz sind. Das tendiert immer zwischen 450 und 1000 Personen, manchmal sind es sogar mehr, weil es sich nicht nur um Erstantragsstelle handelt, also Leute, die gerade gekommen sind und dann entsprechend strapaziöse Touren hinter sich haben und teilweise auch schon Monate, wenn nicht gar Jahre unterwegs sind. Nein, hinzu kommen auch noch die Menschen, die weiterführende Leistungen bekommen, quasi eine Kostenübernahme für ihre Heimunterbringung brauchen oder einfach mal eine Fahrkarte oder einen Krankenschein. Und das durchmengt sich alles auf diesem Gelände und diese Menschen sind Wartezeiten ausgesetzt. Wir hatten jetzt gerade die Spitzenzahl, wir hatten immer gedacht, es wäre untoppbar, aber wir haben gerade einen Menschen getroffen, der ist seit 11 Tagen auf dem Gelände. Und das sind immer noch nicht registriert worden? Immer mal wieder registriert worden, okay. Dann ist die Akte weggekommen, dann war die Akte wieder da und dann wusste keiner so richtig, wie er damit umzugehen hat. Also ich habe mir das ja angeguckt, man kommt da irgendwie hin, da ist so eine Wiese vor diesem Gebäude, dem mehrstöckigen Gebäude vom LAGESO, da stehen so Absperrgitter, so wie man das so kennt bei Konzerten, Eintrittsmärkten. Oder bei Vieh, ja, oder bei was Vieh, man genauso rot-weiße Polizeiabsperrgitter, ja, wo die Leute stundenlang Schlange stehen. Hm. Wenn die da reingehen, dann kriegen sie, korrigieren Sie mich, wenn das richtig ist, eine Nummer. Ja, so. Das ist falsch. Es ist ganz so, dass die Menschen sehr, sehr früh sich anstellen müssen für die Erstregistrierung. Meist kampieren sie die ganze Nacht in diesen Absperrgittern. Man muss sich das vorstellen, die Menschen liegen in einer Schlange. Da findet man auch genug fotodokumentarische Hinweise im Netz oder auch in entsprechenden Tageszeitungen. Die Menschen legen sich mit Decken nachts um 1, 2 auf das Gelände oder bleiben sogar ganz auf dem Gelände, um am nächsten Morgen entsprechend eine Nummer zu bekommen. Da werden sie gefragt, wo kommen sie her, wie viele Personen sind sie und
bekommen eine Nummer. Diese Nummer, mit dieser Nummer harren Sie so lange aus, bis im Haus J, das ist das nebenliegende Gebäude, nicht das große Gebäude, was da steht, im Haus J, diese Nummer aufgerufen wird. Und dann geht es zu verschiedenen Dingen, wie dem B-Bogen ausfüllen, das ist der erste Erfassungsbogen. Wo kommst du her, wo gehst du hin, über welches Land bist du gereist, etc. Was ist Ihre Aufgabe genau da? Das ist doch bisher alles behördlich so normal organisiert, sage ich mal. Organisiert ist da gar nichts. So, und jetzt kommen Sie und sagen, was machen Sie als Moabit Hilft? Wo ist Ihr Ansatz, wo Sie gesagt haben, Sie können den Prozess ja nicht beschleunigen? Ja. Sie können das vielleicht Wasser ausgeben. Oder ich war mal ganz naiv, wie sich das viele Bürger und Bürgerinnen fragen. Was machen Sie genau da vor Ort? Ja, das ist genau das, was wir uns am Anfang auch gefragt haben. Was machen wir hier eigentlich? Ja. Und warum tun wir das? Und warum tut das nicht eine offizielle Stelle? Eigentlich fing das an mit einem Sixpack Wasser, was ich vorletzte Woche Mittwoch auf das Gelände gebracht habe, weil ich gesehen habe, da sind Kinder, die liegen auf Pappen und haben nichts zu trinken. Sixpack für 1000 Leute. Ja, so muss man sich das vorstellen. Das war quasi, das ist direkt verdampft. Das hat wenige Sekunden gedauert. Danach habe ich einen Aufruf gestartet bei Facebook, wie wir das allgemein praktizieren. Das ist unsere Kommunikationsplattform bei Moabit Hilft. Und habe dann halt unsere 600 Mitglieder schon mal erstmal damit erreicht. Und innerhalb von wenigen Tagen hatten wir 6000 Mitglieder. Und, 6000 Sixpacks? Ja, und somit 6000 Sixpacks und viele andere Organisationen und tatsächlich Großhändler, Kleinhändler, Geschäfte, Agenturen, die gesagt haben, wir wollen auch. Und die spendeten dann auf einmal 16 Paletten Wasser oder 400 Dosen Tomaten oder 3000 Euro. Oder gestern kam eine Spende von Herbert Grönemeyer, wo wir uns bis zum Ende, Ende der Woche tatsächlich finanzieren Vielen können. Vielen Dank, Herr Grönemeyer. Vielen Dank, Herr Grönemeyer. Nochmal, ne? Ja, wollen wir machen. Aber jetzt kommen da Berge vom Wasser an. Wie viele Leute sind Sie denn auf dem Gelände vom Moabit Hilft? Also das müssen Sie doch alles verteilen, organisieren. Sie müssen es an den Mann bringen, an die Frau bringen, vor allen Dingen an die Kinder bringen. Ja, und deswegen sehen wir so aus, wie wir jetzt im Moment aussehen. Wir sind kaputt und müde. Das sind 14 Stunden Arbeit am Tag und arbeiten wirklich in so drei Schichten, wo das Essen so stündlich, zweistündlich rausgeht und auch die Getränkeversorgung. Das geht aber nur mit Läufern. Wir waschen das Gemüse oder auch entsprechend die Lebensmittel. Das warme Essen wird in einem Foodtruck zubereitet, ein 18 Meter langer Foodtruck. Wo das wir sind die Dinger, die normalerweise da stehen, wo Filme gedreht werden. Wo Catering stattfindet. Da haben wir glücklicherweise die Möglichkeit, die arbeiten ehrenamtlich für uns, die bekochen uns, aber wir müssen für 1500 Leute die Lebensmittel bezahlen, dass sie jeden Tag so Kosten von 1000 bis 1500 Euro aus unserer Spendenkasse. Jetzt dürfen Sie mal einen Spendenaufruf loswerden. Ja. Also ja, naja, wir brauchen im Grunde genommen keinen Spendenaufruf, wir brauchen eigentlich endlich Offizielle vor Ort. Ja, wir brauchen Leute, die tatsächlich uns entsprechend aus dem Sozialressort zur Seite stehen. Und da ist Herr Chaya aufgefordert, endlich Aber Sie dürfen jetzt erstmal sagen, Leute, wenn ihr noch Ferien habt, kommt zu uns. Ja, wenn ihr noch Ferien habt, kommt zu uns. Wir sind auf jeden Fall noch auf dem Gelände und betreuen Kinder und machen Essensversorgung anteilig noch bis Freitag. Herr Kollege, und darf ich noch eine Frage stellen? Nein, ganz kurz, apropos offizielle Hilfe. Also es hieß jetzt irgendwie, ja super, das Landesamt hat organisiert, die Caritas kommt. Das die Caritas organisiert das jetzt alles und alles wird gut. Ja, gut, da möchte ich ganz gerne auch mal wirklich, das ist etwas, was uns wahnsinnig verärgert und da kocht es in mir, deswegen wenn ich sind das Sie sage. Ja, hier, damit Sie das sagen. Ja, das kocht in mir tatsächlich, wenn ich höre, dass die gute Tat und die Caritas uns organisiert. Wir haben wirklich sehr gute Erfahrungen mit der Caritas, sind sehr patente und kompetente Mitarbeiter, die da uns zur Hilfe geeilt sind. Aber es sind vier Leute. Es sind vier und wir sind jeden Tag hunderte von Menschen auf diesem Gelände und die müssen koordiniert werden. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch, die Caritas sagt, wir können das auch gar nicht leisten. Und das wird auch offen kommuniziert in allen Gremien, in denen wir sitzen, ob mit dem LAGESO oder mit der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Wir haben die Caritas kommuniziert offen, sie kann uns nicht koordinieren und kann nicht annähernd das leisten, was wir leisten, weil wir sind im Moment eine Hilfsorganisation. Was wollen Sie denn geändert haben? Wie hätten Sie es denn gerne? Ich hätte ganz gerne, dass Herr Chaya sein Amt wahrnimmt und aus seinem komatösen Zustand erwacht und einsieht, dass wir eine dramatische Situation vor Ort haben und von dem Wort Krise wegkommt. Weil das ist im Moment eine humanitäre Katastrophe, die da stattfindet. Wir haben ein Zelt, in dem wir Menschen versorgen mit schwersten Erkrankungen, obwohl immer
wieder was anderes medial behauptet wird, da geht es aber viel um Imagepflege und ähnliches, ist es tatsächlich so, dass wir Menschen haben mit Schusswunden unbehandelt, Folterwunden. Wir haben eine Frau, sie hat ihr Kind verloren im 4. Monat, weil sie dehydriert war. Wir haben Kinder mit multiplen Krankheiten. Konkret, Sie brauchen auch Ärzte. Wir haben Ärzte. Ja? Wir haben Ärzte vor Ort. Ihr habt welche, aber ihr braucht noch welche. Ja, wir haben Ärzte vor Ort in einem Zelt, was ausgestattet ist. Mir hat ein Arzt gesagt, der im Krieg tatsächlich im Irak stationiert war, hat gesagt, da ist die Ausstattung besser. Ja. Ja? Ich dachte, auf jedem Campingplatz jetzt im Sommer gibt es bessere Zelte. Ja, Ihre Zeit, der Kollege engagiert sich doch. Wieso habt ihr noch keine ordentliche Zeltausstattung zusammengekriegt? Nein, weil es letztendlich, glaube ich, tatsächlich auch eine staatliche Aufgabe ist, das eigentlich dahin zu stellen. Aber wir wollen hier nicht die Kompetenzen jetzt verschieben. Doch. Nein. Die Kompetenzen sind längst verschoben. Die Kompetenzen sind auf der einen Seite delegiert. Wir haben einen Staat, der komplett versagt in dieser Situation, der wirklich eine Katastrophe vor Ort zulässt. Wir haben einen Gesundheitssenator, der, wie gesagt, sozial und Gesundheit zuständig ist. Aber relativ dann versuchen wenig wir das doch mal zu organisieren. Und wir haben zum Glück, wir haben zum Glück verschobene Kompetenzen, dass es engagierte Leute gibt, die sich da jeden Tag in die Zeit und vor allem übernehmen wir Verantwortung für Dinge, wo wir uns versicherungstechnisch oder in vielerlei Dingen gar nicht mehr wirklich abkoppeln können. Wir kaufen verschreibungspflichtige Medikamente ein. Sie merken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie dringend Ihre Hilfe ist. Und überlegen Sie mal, vielleicht sind Sie Arzt, vielleicht haben Sie ein bisschen Zeit, dann melden Sie sich mal. Und nach der Pause werden wir sagen, wo man sich bei Ihnen melden kann. Und wir sind gleich wieder da. Wir sind ja am Privatsender, müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Aber danach geht es wirklich um das dringende Problem. Hilfe für die Flüchtlinge. Ja, und da haben wir als Gast heute Gerjon Asmund. Nicht als Gast, sondern wir beide haben als Gast uns eingeladen. Der andere Gast ist Peter Brinkmann von TV Berlin. Ja, Diana Henningsen von Flüchtlinge Moabit hilft. Und es geht um Flüchtlinge. Das Drama in Berlin mit den Flüchtlingen. Helfen Sie mit. Bis gleich.